Es ist soweit, liebe Leute, wir haben endlich den neuen Patch am Start und ich möchte euch jetzt nochmal kurz und knackig zusammenfassen, was so die wichtigsten Dinge sind, die sich jetzt ändern. Und zur Season 8, also zur Saison 8, wird dieser Patch jetzt greifen und es wurde schon angekündigt, dass am Mitte, Ende August dann schon der nächste Patch wieder auf uns wartet, wo es auch nochmal größere Änderungen in der Meta gibt. Was uns da genau erwartet, das wissen wir noch nicht. Aber jetzt kommt erstmal der Balance-Patch, den wir uns jetzt anschauen. Und dann kommt Mitte, Ende August der nächste Patch, der auch nochmal ein paar weitreichendere Änderungen beinhaltet. Was sind die wichtigsten Dinge aus diesem Patch? Meiner Meinung nach natürlich ein wichtiger Part, dass sich der Map-Pool ändert. Ich glaube, das hat schon viele Leute etwas gestört. Es wurde ein bisschen eintönig, dass wir jetzt schon über eine relativ lange Zeit immer die gleichen Maps gespielt haben. Und jetzt zur Season 8 kriegen wir einen neuen Map-Pool. Manche Maps sind natürlich drin geblieben, andere sind rausgeflogen, dafür sind neue reingekommen. Wir sehen aber, der neue Map-Pool wird beinhalten trockenes Arabien, Cliffside, also Klippe, Rocky River, felsiger Fluss, Himeyama, Gorge, aka Schlucht, bleibt weiter drin, Hill and Dale ist wieder da, Canal finde ich persönlich eine sehr interessante Variante, weiß noch nicht, wie das so allgemein in der Community ankommt, aber es ist auf jeden Fall mal wieder was Neues und es ist eine sehr coole Map, die man schon aus dem E-Sport-Bereich kennt. Und diese wird jetzt dann auch ins Ranked aufgenommen, finde ich persönlich gut. Mal schauen, was die Community davon hält. The Pit bin ich persönlich kein großer Fan von, aber gut, ist auch wieder dabei. Und dann haben wir Baltic, eine neue also was heißt neu, aber wieder eine richtige Wassermap im Map-Pool. Auch da weiß ich, die Community ist nicht immer so der größte Fan von den Wassermaps, aber ich plane dazu jetzt auch nochmal einen frischen Guide zu machen, dass ihr keine Angst davor haben müsst und die Map bannen müsst, sondern ihr einfach die Wassermap rocken könnt und euch ganz viele Siege da holen könnt. Da plane ich nämlich einen Guide für. Aber ich persönlich mag auch Wassermaps und bin happy, dass das wieder mit im Ranked Map Pool drin ist. Im 2v2 hat sich auch was getan, oder nicht im 2v2, aber allgemein im Team Ranked Map Pool. Und da sehen wir auch Trockenes Arabien weiterhin, Cliffside, Rocky River, Canal auch im 2v2. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das von den Spawns her entwickelt. Da bin ich sehr neugierig drauf. Gorge, Migration finde ich auch eine abgefahrene Map, bietet sehr viel Potenzial. Hideout, Forts und Waterholes. Das sind also dann die neuen Maps. Und auch hier wurde wieder angekündigt, dass wir in der nächsten Season nicht so lange auf neue Maps warten müssen, wie es jetzt der Fall war, sondern auch da wird jetzt wahrscheinlich zur Mitte der Season nochmal eine Rotation im Map-Pool stattfinden. Das sind also erstmal so die ersten News zu den Maps. Dann haben wir noch einen interessanten Rework, den ich erwähnen möchte, nämlich der Attack Move. Der Attack Move wird ein bisschen geändert und ich finde das sehr, sehr gut. Denn wenn man jetzt einen Attack Move macht, gilt das immer als Ground Attack Move sozusagen. Das bedeutet, man klickt mit dem Attack Move keine einzelne Einheit an oder kein einzelnes Gebäude an, sondern immer nur quasi in den Bereich, sodass die ganze Armee diesen Bereich angreifen soll und nicht ein bestimmtes Gebäude. Das passiert nämlich ziemlich oft, dass man aus Versehen mit einem, also bisher, dass man aus Versehen mit einem Attack-Move seine ganze Armee auf ein Gebäude anvisiert, anstatt dass die eigentlich alles, was davor ist, angreifen sollen. Das kann jetzt mit dem Attack-Move nicht mehr passieren. Und das bleibt halt machbar, indem man den Rechtsklick benutzt. Ne? Also Rechtsklick auf ein Gebäude, alles greift dieses eine Gebäude an. Attack Move, auch wenn da das Gebäude abgebildet ist, wo man hinklickt, greift alles trotzdem die Umgebung da an und auch die Einheiten, die davor stehen, an. Finde ich eine sehr gute Sache. Hoffe, das ist in der Umsetzung auch gut. Aber ja, eine schöne Änderung, die da auf uns wartet. So, dann kommen wir auf jeden Fall auch noch zu einer allgemeinen Änderung. Und zwar geht es um die Schafe. Und da macht sich meine Community schon ein bisschen lustig über mich, weil ich immer irgendwie Probleme habe, genügend Schafe zu finden. Das ist schon ein richtiges Meme geworden. Aber es gibt da jetzt eine Änderung. Und zwar ist ein Schaf jetzt
momentan ja noch 250 Nahrung wert. Ab dem nächsten Patch ist ein Schaf nur noch 200 Nahrung wert. Dafür spawnen zwei zusätzliche Schafe direkt am Town Center. Das führt dazu, dass es nicht mehr so krasse spielentscheidende Situationen geben kann, wenn ein Spieler so gut wie alle Schafe findet, zufällig auf der Map, und ein Spieler fast leer ausgeht und damit das Spiel schon fast entschieden ist, weil er einfach keine Nahrung hat. Es wird also ein bisschen angepasst, mehr Schafe direkt unterm TC, die man auf jeden Fall safe hat. Generell die Schafe ein bisschen weniger Nahrung, sodass das nicht mehr so entscheidend ist. Wichtig hier anzumerken ist allerdings, dass insgesamt es nur rund 200 Nahrung weniger pro Spieler gibt durch die Schafe. Also man denkt erstmal, oha, Schafe von 250 auf 200, also deutlich weniger Nahrung. Aber dadurch, dass man halt auch zwei zusätzliche Schafe hat, das ist ja immerhin 400 Nahrung, die man zusätzlich bekommt sozusagen, ist es dann im Gesamten 200 Nahrung pro Spieler weniger, die man über die Schafe bekommt. Ist natürlich so ein kleiner indirekter Buff für die ganzen Berry-Völker, also Abbasiden, Ayyubiden, Japaner. Aber letztendlich glaube ich, die 200 Nahrung sind verkraftbar. Und ich persönlich finde, dass das eine schöne Änderung ist, weil es schon öfter mal vorkommt, dass man einfach durch Glück oder Pech ein Spiel gewinnt oder verliert, einfach dadurch, dass man so unfassbar viele Schafe oder halt auch keine Schafe findet. Von daher finde ich das sehr interessant, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass so eine Änderung kommt. Aber here we go. Also das auf jeden Fall auch ein wichtiger allgemeiner Punkt, der uns auf im neuen Patch auf uns wartet. Genau, einen Attack Move haben wir schon erwähnt. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zu den völkerspezifischen Änderungen. Und dort sehen wir bei den Abbasiden, dass hier nur ein Bug gefixt wurde. Aber die Byzantiner, die bekommen einen Nerf. Und zwar wird das Olivenhain, also die Farmen der Byzantiner sozusagen, die Olivenhaine, die werden jetzt teurer. 70 anstatt 60 Holz. Das ist auf jeden Fall eine Änderung, die sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Weil gerade dieses mit dem Olivenöl, dieser Boost der Byzantiners, die so schnell Söldner aufs Feld bekommen, das ist die große Stärke oder das, was die Byzantiner vielleicht auch aktuell ein bisschen zu stark macht. Dadurch, dass man den Olivenhain ein bisschen teurer macht, ist das, glaube ich, ein gutes Rädchen, an dem man da dreht, um das vielleicht ein bisschen besser auszubalancieren. Ob die Byzantiner trotzdem noch zu stark sind, wird man sehen. In letzter Zeit hat es sich sowieso ein bisschen angepasst, meiner Meinung nach. Also die Byzantiner sind nicht mehr so abgehoben, wie man sie zwischendurch gedacht hat. Ist auf jeden Fall ein sinnvoller Nerf für die Byzantiner an dieser Stelle. Und Zeckenwiese, ich danke dir für den Sub. Dann haben wir bei den Byzantinern auch noch eine Verbesserung von den Dromonen. Das sind die Feuerschiffe der Byzantiner. Und die sind jetzt schneller unterwegs und machen deutlich mehr Feuerdamage. Bin gespannt, wie das letztendlich aussieht. Bisher war es tatsächlich so, dass auf dem Wasser Byzantiner eigentlich keine Chance hatten mit ihren Schiffen. Von daher, ja, ein Buff für die Byzantiner, aber an der richtigen Stelle meiner Meinung nach. Muss man dann mal schauen, wie das letztendlich aussieht. Ansonsten gab es nur auch hier Bugfixes. China. Bei China gibt es im Grunde nur eine Änderung, und zwar wird die Fähigkeit von dem einen Castle Age Landmark verbessert. Und zwar diese Spionfähigkeit, dass die Worker, die Dorfbewohner des Gegners, komplett aufgedeckt werden. Und bisher war das ja so, dass man quasi nur die Dorfbewohner an sich gesehen hat, mit nur sehr wenig Raum darum. Das wurde jetzt erhöht, dass man jetzt auch ein bisschen mehr als diesen einzelnen Dorfbewohner sieht. Und das Ganze sieht man auch ein bisschen länger, 15 anstatt 10 Sekunden. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass man das Landmark eher selten spielt und halt meistens auf das Siege der Chinesen geht. Vielleicht, um das Landmark interessanter zu machen, dass man da den Buff reinpackt. Ob das jetzt unbedingt notwendig ist, halte ich für fraglich. China, denke ich, ist generell ein sehr, sehr starkes Volk. Gut, jetzt hat man das Landmark nochmal gebufft. Aber
einen großen Unterschied macht's, glaube ich, nicht. Machen wir weiter. Daily. Daily hat ein paar Änderungen bekommen. Und vor allem dreht sich da viel um das Wasserplay. Wir haben jetzt auch wieder eine Wassermap in der Map-Rotation. Und Daily ist bisher eigentlich nicht wirklich spielbar auf Wasser gewesen. Und das möchte man jetzt ändern. Und es gibt folgende Änderungen. Und zwar einmal machen Fischerboote von Daily jetzt weniger Damage. Also die Fischerboote von Daily können ja angreifen als einzige Fischerboote im ganzen Spiel. Das ist eine Spezialität der Daily. Aber die Fischerboote machen jetzt weniger Damage. Dafür können die Fischerboote aber jetzt nicht mehr daneben schießen. Also bisher war das so, wie mit den mit den Fernkampfschiffen, dass die Pfeile quasi daneben fliegen können und man den ausweichen kann sozusagen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dafür machen die aber auch einen Damage weniger. Generell glaube ich aber in Kombination, dass das die Fischerboote stärker macht. So, jetzt kann man Gelehrte ja sowieso in Häfen parken. Das wurde jetzt aber auch nochmal angepasst, um Daily auf Wasser ein bisschen spielbarer zu machen. Denn an sich, die Production wurde etwas genervt, oder der Production-Bonus wurde etwas genervt von 30% auf 20%. Aber dafür, wo steht's? Da, dafür bekommt man jetzt auch, wenn man einen Hafen baut, also mit einem Hafen eröffnet, bekommt man sofort einen Gelehrten in diesem Hafen, und dieser Hafen funktioniert auch genauso wie eine Moschee. Dadurch ist es für Daily möglich, auch an Hafen-Opening zu spielen, zum Beispiel auf den Wassermaps, und generell Daily halt da etwas spielbarer zu machen. Und da gibt es da noch einen kleinen Buff. Ein Hafen kann auch vier Schiffe aufnehmen anstatt drei, wie es bei anderen Völkern sind. Also so ein kleiner Vorteil an der Stelle. Ja, an sich einfach ein paar Änderungen bei Daily, um sie etwas interessanter auf Wasser zu machen. Wird interessant zu sehen sein, ob das auch reicht, um sie dort spielbar zu machen, oder ob es da dann vielleicht doch weiterhin deutlich stärkere Sifs gibt. Soweit, so gut. Wir schauen einfach mal weiter. Wie gesagt, ich versuche mich hier auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, um euch einen schnellen Überblick zu verschaffen, was entscheidend ist. Und entscheidend ist auf jeden Fall auch dieser Engländer-Nerf. Der König und der White Tower, beides wird genervt. Der König braucht jetzt 50 anstatt 35 Sekunden und der White Tower hat jetzt nur noch einen Production Speed Bonus von 75% anstatt 100%. Ich denke, das sind genau die richtigen Ansatzpunkte, um England wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Ich glaube, viele von uns sind schon etwas genervt gewesen, weil man in der Ladder auf sehr, sehr viele Engländer gestoßen ist, die fast immer das Gleiche gespielt haben. Das wird jetzt ein bisschen genervt und ich halte das für eine gute Sache. Ich glaube nicht, dass man den King jetzt in Grund und Boden genervt hat, sodass er gar nicht mehr gespielt wird. Ich glaube, dass sich das immer noch lohnt. Aber der King ist nun mal kostenlos und hatte bisher einen riesen Einfluss auf das Spielgeschehen. Und das war ein bisschen zu mächtig. Dadurch, dass der King jetzt erst ein bisschen später spawnt, hat man als Gegner etwas mehr Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten und darauf zu reagieren. Ich denke, das ist fair. Mal schauen, wie es dann in der Realität aussieht. Und der White Tower, ich habe es vorher in meinen Streams auch schon angesprochen, das ist ein Nerf, mit dem ich absolut gerechnet habe, weil der White Tower ist ein sehr, sehr mächtiges defensives Gebäude, sodass, wenn ein Engländer mit diesem typischen King-to-TC-Play zum Beispiel greedy nach Castle Edge gegangen ist, sobald der White Tower steht, ist der Engländer quasi safe. Da passiert gar nichts mehr, weil der White Tower so mächtig ist in diesem Moment, vor allem gegen einen Feudal-Age-Gegner. Vielen, vielen lieben Dank für den Sub. An der Stelle nochmal. Und zusätzlich dazu, dass der White Tower so ein mächtiges Gebäude ist, Defensivgebäude ist, hat es halt diesen krassen Production Speed mit diesen 100% aktuell. Und das ist ja auf die gesamte Bandbreite an Einheiten quasi. Du kannst Siege aus dem White Tower bauen, du kannst in Nahkampfinfanterie bauen, du kannst Fernkampfinfanterie, du kannst Kavallerie bauen. Also du kannst fast alles aus diesem White Tower bauen und das auch noch 100% schneller als aus normalen Militärgebäuden. Das war schon ziemlich, ziemlich mächtig. Von daher denke ich, dass der Nerf angebracht ist
Und jetzt werden wir dann mal sehen, wie sich das dann anfühlt in-game mit dem neuen Patch. Die Franzosen haben einen kleinen Buff bekommen, einen wirklich sehr kleinen Buff. Denn die Town Center, also die Dorfzentren der Franzosen, produzieren ja sowieso etwas schneller Dorfbewohner als andere Dorfzentren. Und zwar war es bisher so, dass es 10% im Dark Age, 15% im Feudal Age, 20% im Castle Age, 25% im imperialen Zeitalter sind. Jetzt wurde Dark Age direkt von 10 auf 15% erhöht. Das heißt, im Dark Age produziert man jetzt 5% schneller Dorfbewohner, als es vorher war als Franzose. Das ist ein sehr kleiner Buff. Aber es ist ein Buff und ich persönlich hatte Angst, dass die Franzosen zu stark gebufft werden, weil momentan werden die Franzosen eher unten angesiedelt, was die Stärke der Völker angeht. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die Franzosen immer noch eigentlich gut dabei sind. Vor allem, weil ich mehr das Gefühl hatte, dass andere Civs so ein paar Dinge einfach haben, die zu stark sind. Und wenn man die halt jetzt wieder ein bisschen runterholt, wie zum Beispiel die Engländer mit den Nerfs, dann sind die Franzosen, glaube ich, gar nicht mehr so weit davon entfernt. Deswegen hatte ich persönlich Angst, dass jetzt so ein Riesen-Buff für die Franzosen kommt und die auf einmal wieder total übermächtig sind. Das ist nicht der Fall. Es ist jetzt ein sehr kleiner Buff, aber wir schauen einfach mal, wie sich das dann wieder mit den Franzosen anfühlt. Vor allem auch durch die Nerfs, die bei anderen Civs stattfinden. Ansonsten noch eine kleine Änderung. Ja, der Red Palace hat jetzt so ein Einflussgebiet für die Schießstände und Ställe, dass man dort günstiger produzieren kann. Ist jetzt genau das gleiche Einflussgebiet wie zum Beispiel um eine Burg. Und diese Fähigkeit, die man für die Bombarden, für die königlichen Bombarden nutzen kann, wenn man das andere Landmark spielt, die wurde geändert. Und zwar hat man jetzt mit dieser Fähigkeit die Möglichkeit, durch den Fog of War zu schießen. Also man braucht quasi keine Vision auf dem Gebäude. Man hat 5 Felder Reichweite mehr und 30% extra Damage für so einen besonderen Schuss auf, ja, zum Beispiel eine gegnerische Burg, ohne da Vision drauf haben zu müssen. Und diesen Schuss kann man dann alle 200 Sekunden durchführen. Ja, keine Ahnung. Ist eine Änderung. Ich glaube immer noch nicht, dass das so einen riesen Input hat, aber es ist eine Änderung. Holy Worm Empire, momentan meiner Meinung nach auch sehr, sehr stark unterwegs. Es gibt einen kleinen Nerf, aber es ist ein wirklich sehr kleiner Nerf. Nämlich Marching Drills. Das ist die Fähigkeit, die den Movement Speed von Infanterieeinheiten erhöht. Der wurde jetzt etwas reduziert, nämlich dass es im Dark Age nur noch 5% sind und im Feudal Age und darüber hinaus dann wieder 10%, aber es ist vor allem, glaube ich, für ja, dieses Spearman-Opening, was man ab und zu gesehen hat, dass es im Dark Age noch nicht zu krass ist und man dort die 5% belässt. Das ist aber der einzige Mini-Nerf, den es beim Holy Roman Empire gibt, deswegen glaube ich, dass auch nach diesem Patch Holy Roman Empire, das Heilige Römische Reich, richtig, richtig gut dabei ist. Japaner, da wurden die Shinobis nochmal ein bisschen gebufft, zumindest was die Fähigkeiten angeht, und zwar einfach nur in der Ausführungsgeschwindigkeit. Also dieses Blinken, also diese Teleportation von den einen zum nächsten Ort, das wird jetzt schneller ausgeführt und die Sabotage an Gebäuden wird auch schneller ausgeführt. Ich denke, das ist in Ordnung, weil das hat sich auch immer so ein bisschen klobig angefühlt, wenn man die gemicrot hat. Dann wurden die, Schiff der Japaner wurde etwas gebufft. Und zwar ist es 70 Nahrung günstiger und macht ordentlich mehr Damage. Das ist auch ein Buff, der sinnvoll ist, denn die Japaner konnten mit ihren Schiffen im Late Game nicht mithalten mit anderen Völkern. Mal schauen, wie das hier letztendlich dann aussieht. Und die Yumi, also die Bogenschützen der Japaner, die kriegen einen Buff im Feudal Age, 5 Lebenspunkte mehr. Das ist ganz interessant. Außerdem ist das erste Nahkampf-Upgrade in der Schmiede, Tatara, ein wenig günstiger geworden. Und ja, die anderen Änderungen sind nicht wirklich erwähnenswert. Das ändert sich also für die Japaner. Schauen wir, wie es bei den Mongolen aussieht. Bei den Mongolen ist es jetzt so, dass die Weiden etwas schneller Schafe produzieren. Das macht Sinn, weil wir haben zu Beginn ja uns schon angeschaut, dass Schafe jetzt nur noch 200 statt 250 Nahrung geben. Deswegen macht das dann auch Sinn, dass die Mongolen die Weiden
etwas schneller produzieren, weil sonst wäre es ja automatisch ein Nerf für die Mongolen gewesen. Mango Dice sind ein bisschen günstiger geworden, allerdings wirklich nur ein bisschen, denn hauptsächlich hat sich einfach nur das Ressourcenverhältnis verschoben. Jetzt gerade ist es 120 Nahrung, 40 Gold. Es wird zukünftig 90 Nahrung und 60 Gold sein. Also mehr Gold, weniger Nahrung, insgesamt aber nur 10 Ressourcen günstiger geworden, die Mango Dice. Und 2 Sekunden schneller zu produzieren. Mal schauen, ob man dadurch jetzt mehr Mango Dice sehen wird. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ist natürlich aber auch nur eine kleine Änderung. Das zweite TC der Mongolen ist etwas günstiger geworden. 850 statt 900 Holz. Meiner Meinung nach auch keine wirklich große Änderung. Aber vielleicht sieht man trotzdem mehr Second TCs von den Mongolen. Und die Early Horsemen, also das betrifft nur diese Reiter im dunklen Zeitalter, im Dark Age, die haben eine Rüstung gegen Ranged mehr als vorher. Mali hat sich im Grunde nichts geändert, außer, da sind wir jetzt auch wieder beim Wasser, die Fischerboote der Mali, die bringen auf einmal 10% ihres Nahrungswerts auch als Gold mit. Das ist interessant. Also Mali kann durch ihre Fisch-Echo automatisch auch Gold sammeln. Bei Mali geht ja alles um Gold, wie wir wissen. Interessant. Bisher Mali auch halt auf Wassermaps überhaupt nicht zu sehen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass sich hier die Mühe gemacht wurde und zu sagen, okay, wir haben jetzt auch wieder eine richtige Wassermap im Map-Pool. Wir versuchen jetzt auch nochmal Sifs die Möglichkeit zu geben, wirklich auf Wassermaps anzutreten, die bisher da quasi unspielbar waren. Das finde ich einen guten Gedankengang. Und ich bin gespannt, wie sich dann die einzelnen Sifs dort auch anfühlen. Bei den Osmanen gibt es ja eine minimale Änderung, und zwar die Militärschulen, die produzieren etwas schneller. Mein Gott, ich habe schon gemerkt, ich war wieder am Denken. Die Militärschulen wurden etwas gebufft, denn die Militärschulen produzieren jetzt ein wenig schneller als vorher, aber auch hier von 5 auf 4,75. Das ist keine allzu große Änderung, denke ich. Aber es ist ein kleiner Buff für die Militärschulen. Ansonsten gibt es eigentlich keine nennenswerten Änderungen bei den Osmanen. Und dann sind wir bei den Rus. Und die Rus-Fischerboote brauchen jetzt länger zu produzieren. Das sind jetzt 46 Sekunden. Vorher war es meiner Meinung nach 38, glaube ich. Also hier die Fischerboote der Rus brauchen jetzt einfach ein bisschen länger zu produzieren, was glaube ich auch sinnvoll ist, denn Rus war schon immer sehr, sehr stark auf Wasser und vor allem auch mit ihren Fischerbooten. Jetzt brauchen sie zumindest etwas länger zum Produzieren. So, an der Stelle muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen, da ist mir nämlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Es gibt keinen spezifischen Fischerboot-Nerf für Rus, denn allgemein wurde die Ausbildungszeit von Fischerbooten erhöht und deswegen die Anpassung auch auf die Rus-Fischerboote. Das heißt, allgemein brauchen Fischerboote jetzt 30 anstatt 25 Sekunden zum Produzieren und die Sichtweite der Fischerboote wurde auch nochmal um 25% reduziert. Das heißt, Rus wird auch weiterhin eine ziemlich starke Sif auf Wasser sein. Und an der Stelle gibt es noch 2 Punkte, die ich auf jeden Fall allgemein erwähnen möchte, die ich zu Beginn vergessen habe anzusprechen. Und zwar einmal werden allgemeine Reiter, egal welcher Sith, die normalen Horsemen, die normalen Reiter, die bekommen ein bisschen mehr Range. Also bei den Sipais kennt man es ja schon, dass sie auch von ein bisschen weiter weg angreifen können durch den Speerangriff. Und die normalen Reiter werden da jetzt auch ein bisschen mehr Range haben. Wie viel Input das jetzt wirklich hat, wird sich zeigen. Das aber auf jeden Fall eine Änderung. Und was ich nicht vergessen möchte anzusprechen, das Second TC oder die weiteren TCs, die man bauen kann, die weiteren Dorfzentren, die man bauen kann, die haben jetzt wieder einen Platz mehr, um hilfesuchende Dorfbewohner aufzunehmen, nämlich 8 anstatt 7. Ursprünglich war es ja mal 10, das wurde genervt auf 7 und jetzt wird es nochmal erhöht auf 8, sodass man diese Dorfzentren nochmal ein bisschen stärker macht. Schauen wir weiter, was geht bei den Ayyubiden. Die Ayyubiden bekommen auch ein paar Nerfs.
die angemessen sind, weil ich glaube, ein Ayyubiden war in letzter Zeit auch ziemlich Einbahnstraße angesagt. Fast jeder hat die gleiche Strat immer und immer wieder gespielt. Und genau das wird jetzt etwas genervt. Der erste Desert Raider, wenn man auf den Militärflügel geht, also auf den Militärflügel Verstärkung geht, im Feudal Age, der erste Wüstenplünderer, der spawnt jetzt erst nach 15 Sekunden und nicht instant, wie es bisher war. Danke für den Follow, herzlich willkommen. Und der Echoing im Castle Age, wo man bisher 8 zusätzliche Dorfbewohner bekommen hat, das wird etwas genervt. Es sind jetzt 7 Dorfbewohner. Ich finde, das ist eine gute Änderung, weil genau diese Place der Ayyubiden war sehr stark. Vor allem muss man sich jetzt, oder es verleitet zumindest dazu, mal ein bisschen über Alternativen nachzudenken und nicht immer nur stumpf das Gleiche zu spielen. Von daher finde ich diese Änderung eigentlich sinnvoll. Ich glaube, dass die Ayyubiden dadurch immer noch gut dabei sind. Aber gerade dieses Dread mit dem Military Ring into Economic Ring, dass das ein bisschen genervt wurde. Dafür gibt es auch noch einen kleinen Buff, nämlich im Bereich des Handelsflügels. Die Atabeks, das sind diese besonderen Einheiten, die man in Militärgebäude einquartieren kann und dadurch die Einheiten, die daraus produziert werden, stärker sind. Die hier wurden jetzt ein bisschen gebufft. Man bekommt im Feudal Age 3 anstatt 2 Atabeks und im Castle Age bekommt man 5 anstatt 4 Atabeks. Soviel zu den Ayyubiden. Wir schauen weiter. Bei Johanna hat sich allerdings nicht viel getan, denn bei Johanna ist es nur die Änderung, die ich gerade schon bei den Franzosen angesprochen habe, diese Fähigkeit der königlichen Kanonen. Zhuji Legacy hat eigentlich auch nur einen kleinen Bugfix und damit sind wir schon durch mit den aktuellen Balances. Aber nochmal die Erwähnung, es wurde schon angekündigt, dass Mitte August, Ende August der nächste etwas größere Patch auf uns wartet. Da soll schon das Roos Bounty System komplett überarbeitet werden. Es soll eine neue Einheit für die Mongolen geben, wenn man sich für das Landmark Kirsteine im Feudal Age entscheidet. Das House of Learning bei Delhi soll neue Entwicklungen bekommen. Es soll, das habe ich auch zwischendurch schon angesprochen, einen neuen Map-Pool geben, auch schon zur Mitte der Saison und nicht erst zur nächsten Saison, wie wir es jetzt hatten, dass wir sehr lange den gleichen Map-Pool hatten. Also da soll es auch Änderungen geben. Und es wird weitere Balance-Änderungen geben. Also, das ist der aktuelle Patch. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Und ich werde natürlich schauen, dass ich euch mit weiterem Content zu diesem neuen Patch versorge. Und ich habe auf jeden Fall vor, einen Wasserguide für euch anzubieten. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.